Oh, Stromgebühr ist raus. Jarva Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Oh, Stromgebühr, okay, wir machen es auf 115, 116. Ja. Nur 12. Ja. Müssen wir eines erfinden müssen. Das Dienstleistungsbudget beeinflusst die Effizienz. Unter 1 Million auf jeden Fall mal machen hier. Was ist, wenn ich den runterdrehe? Machen wir auf 75. Na, 76. Ziehen Sie in Erwägung, einen Teil oder sämtliche Darlehen zurückzuzahlen, die Steuern zu erhöhen oder die aktuelle Ausgaben zu reduzieren. Ach, hier kann ich zurückzahlen, so. Ach, das muss ich selber zurückzahlen. Ja, das geht ja gerade schlecht. Zimmer war noch ein kleines Sinn. Ach, das ist. Was soll das sein? Soll das ein Haus sein? Zeiten. Gemischte Wohnung, Spezialgebäude, die Druckerpresse, Ember Suites.
Hier war das, ne? Ah, die kriegst du später denn frei, wenn du die... Ah, okay. Okay. Gemischte Wohngebäude, EU-Gebäude. Die Einwohner sinken. Steuer müssen wir mal ein bisschen runterdrehen. Das Geld wird immer weniger. Büro läuft halt gar nichts mehr, ne? War keine gute Idee mit dem Atomkraftwerk. Weiß ich jetzt auch. Scheißdreck. Warum? Weil es halt einfach zu viel Geld verschlungen hat. 5 Millionen fürs Atomkraftwerk. Ein Darlehen von 1 Million nochmal aufgenommen. Dann habe ich das mit dem Wasser nicht bedacht. Dass ich ja viel, viel mehr Wasser brauche und auch viel, viel mehr Abwasser. Und dass die Bürger halt einfach zu dumm sind und da keiner arbeitet. Beziehungsweise nur 34. 34 Auszubildende hat der Laden. Kein Fachpersonal. Gut, vielleicht wird es besser, wenn... Guck mal, der hat eine Stromproduktion von 165 Megawatt. Normalerweise kann er 750.000 Megawatt. Könnte viel, viel mehr Strom verkaufen. Aber es arbeiten zu wenig. Ich muss gucken, dass ich die Schule gleich baue, das Universität. Ja, die Universität, weil dann kriege ich nämlich gebildete Fachkräfte. Und dann können wir mehr Strom verkaufen. Dann vielleicht klappt es dann. Mal gucken. Wie viel kriege ich jetzt gleich? Okay, das sollte passen. Dann haben wir noch ca. 400.000 auf der Kante.
Die gehen halt alle nur bis zur Sekundarschule, ne? Und dann verpissen sie sich. Gibt halt nichts mehr dann. Ah krass, ich dachte, man kann mehrere bauen. Von Atomkraftwerken kann man wirklich nur eins. Okay, das hier bringt gar nichts. Ja, weil er nicht so viel produziert wahrscheinlich. Okay, wie viel fehlt noch jetzt? Okay, ist nicht mehr viel, das schaffen wir jetzt noch. Kommt auch nicht mehr drauf an. Aber auch krass, wie hier das Wasser steigt, ne? Die ganze Scheiße da. Hier nicht reinbauen. Der braucht wirklich Grundwasser, kein. Der kann das ja nicht aus dem Ding. Okay. Wenn er in der Mitte wäre, wäre auch noch okay. Alles da drunter, die letzten beiden, sollte er nicht sein. Hier unten rechts bei den Smileys. Die seht ihr, glaube ich. Die seht ihr nicht, die Smileys. Muss mal gucken, dass ich mich nächstes Mal da drüber setze oder so. Und auf der anderen Seite. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive. And try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. This is wie viel verbrauchen wir denn? Oh, 6.000. Before we dive into our next selection, I'd like to take a few memento moris to elaborate on the formal structure. Ich reiß hier die Dings auch mal ab jetzt. Die hier. First, we will be geben wir auch kein Geld zurück, ne? Nichts. Anti-pasto movement. So, without further ado, let's raise the curtain and begin. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. Aber ist ja Quatsch, dass die da noch stehen. Die produzieren auch zwar auch noch ein bisschen was, aber. Meanwhile, expect delays and drive safe. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now okay, shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate. Or so minus, okay. Erste Mal minus. Good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Wir haben. Ja, gut, das ist. Sieht das aus wie mit Strom? Ja, also Stromprobleme sollten wir eigentlich erstmal nicht haben. Falls schon mal mehr Leute, die hier arbeiten? Nee. Thank you.
Aber gut, wenigstens steigt das hier ein bisschen. Die Bevölkerung steigt wenigstens ein kleines bisschen an. Es ist zwar nur einer die Stunde, aber ist egal. Besser als gar nicht oder minus. Kann man irgendwo... Kann man irgendwo sehen, wie viel Wohnflächen man zur Verfügung hat? Nee. Also wie viel Wohnungen es gibt, beziehungsweise wie viel Einwohner wir haben könnten, das wäre geil zu wissen auch. So, glaube ich noch einmal, ne? Ein, zwei Mal, dann haben wir es, glaube ich. Dann baue ich die Universität noch und dann sitze ich hier. Wasser. Ja. Wir können ja gar nichts bauen. Wir müssen erstmal warten, gar kein Geld mehr. Aber schön, ne? Eine Stadt mit nicht mal 10.000 Einwohnern, aber ein Atomkraftwerk haben. Aber ein Atomkraftwerk. Warum nicht? Kann ja auch einstellen am Anfang, ne? Ob man mit oder ohne Geld. Das ist ja auch Kacke. Also auch gar keinen Spaß, glaube ich. Auf Dauer. Da brennt es fleißig, sehr gut. Kriminalität sorgt dafür, dass sie nachts nicht. Ja, siehst du, jetzt fangen alle Probleme an. Aber ist doch eigentlich gut abgedeckt, außer hier unten. So, schnell Universität bauen, bevor das Geld weg ist. Wo zimmern wir die hin? Die ist doch riesig, wa? Juhu. Ich sehe nicht, dass die irgendwo was grün macht oder so. Okay, alle freuen sich. Okay,
fangen direkt schon mal welche an zu arbeiten. Leider auch nur Auszubildende oder Ausgebildete. Und ich würde mal... das schon mal zurückzahlen. Okay, 2000 passen da rein. Nur zusehen, dass wir auf welche hingehen. Kann es sein, dass sie vielleicht erst zum College müssen und dann erst zur Universität kommen? Jop. Wie? Alles klar. Haben wir ein bisschen miese gemacht. Scheiße. Dann gibt es jetzt erstmal ein College. Ist ja auch schon mal was. Ja, du kannst, ja, macht schon Sinn, ja. Kannst, macht ja keinen Sinn, eine Universität zu bauen, aber eine Grundschule nie zu bauen. Ja, die Leute gehen nie in eine Grundschule, die gehen direkt hier in eine höhere Schule. Die 6-7-Jährigen. Oder die werden halt erst mit 12 eingeschult. Okay, ja, hier ist sofort einer jetzt drin. Schon mal einer auf dem College. Das ist ja aber auch nicht schlecht, weil dann kriegen die hier im Atomkraftwerk gut Ausgebildete. Wahrscheinlich, denke ich mal. Die 67 Stellen bei gut Ausgebildeten sind bestimmt für College. Na, ich dachte gerade, hat sich schon. Das geht ja so schnell auch nicht. So, wir haben schon mal 3 auf dem College. Wartung ist unter 1 Million, das ist gut. Klar, es ist immer noch sehr viel, aber... Das Exportieren machen die automatisch, ne? Da muss ich, glaube ich, nicht. Kann man das noch irgendwie dann später... Ja, hier kann man noch aufwerten. Erweiterungsflüge kann man noch machen.
nochmal mehr Kapazität später denn. Natürlich nur dann, wenn auch kein Platz mehr sein sollte. Wir könnten noch ein paar mehr anfangen. Wir brauchen halt noch 8 gut ausgebildet, aber alles gut. Ausfallrate 1%. Durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss 11 Monate. 4 Schüler. Naja, immerhin. Für so ein riesen Gebäude super. So, jetzt ziehe ich hier noch näher die Straße, was ich gerade machen wollte, und dann. Driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the street. Ah, ich habe eine Straße gezogen, kein. Egal, das kommt dann noch mal weg irgendwann. Local public service announcement. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. That was truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't. 4 die Stunde kriegen wir, okay. Local stargazers are in for a real treat tonight, as the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right, Jim. Don't forget to look up this evening. It promises to be quite a... Ah, das habe ich doof gemacht, dass ich da alles markiert hatte. We're live, and we're getting reports about a traffic accident somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. So, gut, ihr Lieben bei YouTube, ich bedanke mich bei euch. Wir schauen mal, ob wir das irgendwie gedreht kriegen hier, aber ich denke mal schon. Nur halt ein bisschen, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Aufnahme. Tüdelü.